Der Einsatz von Wasserstoff wird ja auch schon stark erforscht. Es gibt zum Beispiel mit Wasserstoff betriebene Züge auf ersten Teststrecken, die im Einsatz sind, und auch erste Hochöfen, die werden auf die Nutzung von Wasserstoff anstelle von Kohle umgerüstet. Frau Günther, wie wird Wasserstoff eigentlich gewonnen? Ja, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Da ist eine ganze Farbenlehre entstanden. Wir können also grünen, grauen, blauen, türkisen und roten Wasserstoff haben. Das Wichtigste dabei ist der grüne Wasserstoff, wie Herr Streibel schon sagte, der aus erneuerbaren Energien gewonnen wird und deshalb auch Speichermedium ist, um überschüssige Energie dort zu speichern. In diesem Fall wird Wasserstoff aus Elektrolyse von Wasser gewonnen und da wird eben kein Kohlendioxid frei. Wasserstoff ist ja als Speichermedium bei erneuerbaren Energien sehr wichtig, denn Sonne und Wind sind fluktuierend. Den Tag-Nacht-Zyklus, also wenn es nachts dunkel ist, der Photovoltaik, das kann man ja mit Batteriespeichern lösen, das haben viele auch in ihren Häusern. Aber im Winter, hat Herr Streibel schon gesagt, da erzeugt die Photovoltaik nun mal gerade ein Zehntel von der Energie, die sie im Sommer erzeugen können. Und auch der Wind, der ist zwar im Winter stärker, aber der kann ja über Wochen mal weniger oder mehr wehen. Das heißt, man braucht sehr große Energiemengen zu speichern, wenn ich mal überschüssige Energie habe, die ich nicht ins Netz bringe. Und da ist Wasserstoff sehr geeignet oder auch andere chemische Verbindungen. Um die Farbenlehre nur kurz abzuschließen, also grauen Wasserstoff hat man meistens aus Erdgas, das bringt nicht so viel, da entsteht ganz viel CO2, kann man auch gleich Erdgas verbrennen. Und roten Wasserstoff vielleicht noch, der kommt also im Moment aus Atomkraftwerken, dann vor allem in Frankreich. Also Wasserstoff ist ein ganz wichtiges Speichermedium, insbesondere wenn man viel erneuerbare Energien hat. Denn Strom kann man nicht gut lange speichern. Und das geht dann halt um Wasserstoff oder anderen Methan oder Ammoniak. Herr Lutz, wenn ich das richtig verstanden habe, könnte der Wasserstoff ja dann über die Gasleitungen zum Verbraucher geführt werden. Welche Vor- und Nachteile sehen Sie als Energielieferant der Zukunft beim Wasserstoff? Ich meine, wie das technisch alles funktioniert, kann Professor Günther viel besser erklären als ich. Der entscheidende Faktor ist für uns natürlich, für die Wirtschaft, dass der Strom, dass die Energie, für was man sie auch immer braucht, benötigt im Produktionsablauf bei energieintensiven Unternehmens- und Geschäftsmodellen, dass er wettbewerbsfähig ist, dass er günstig ist, so billig wie möglich. Ja, das sagt man natürlich als Unternehmen, aber es muss in einen Gesamtrahmen natürlich passen. Mein Verständnis ist, wir sind nicht so weit und die Kosten sind viel zu hoch. Sie wissen ja wahrscheinlich, dass BayWa AG einer der weltweit mittlerweile führenden Energie- bzw. Wind- und Solarkraftwerke Projektierer ist. Und die Kollegen sagen, es wäre natürlich schon sinnvoll, eine grüne Wasserstofftechnologie zu haben, die wir auch in der Industrie dann nutzen können, aber zu bezahlbaren Preisen. Das ist heute definitiv nicht der Fall. Aber die Volatilität der Energieerzeugung durch erneuerbare Energien, Frau Günther, Sie haben es ja gerade angesprochen, Solar im Winter ein bisschen schwierig, aber wir hatten jetzt zum Beispiel in der Weihnachtszeit nicht genug Wind und dann brauchst du natürlich eine entsprechende Backup-Lösung, wenn wir auf Solar- und Windenergie mehr setzen sollten, hier bei uns zu Hause in Bayern und in Deutschland. Also der Dreh- und Angelpunkt sind die Kosten für die Energieerzeugung und das, was dann das Unternehmen, was die Unternehmer zu bezahlen haben. Wir haben übrigens jetzt auch von der IHK ganz klare Vorstellungen und Forderungen. Herr Streibel, Sie haben es ja schon angedeutet, weg mit der Umlage, weg mit dem EEG. Hat ja auch Herr Habeck und Herr Lindner jetzt angekündigt, aber es dauert halt alles immer wahnsinnig lange. Wir reden jetzt von Mitte des Jahres. Ich frage mich, warum nicht morgen oder übermorgen, wenn die Industrie, wenn die Wirtschaft so in Schwierigkeiten kommt, auch aufgrund der ganzen anderen Themen, die CO2-Bepreisung wird immer teurer. Das muss ja alles mitverarbeitet werden. Und am Ende auch noch die Finanzierbarkeit dessen, was wir tun über Sustainable Finance. Aber Sie haben gesagt, wir reden nachher über das Thema nochmal. Ich glaube, dass wir uns in Deutschland einfach darüber klar sein müssen. Erstens, meiner Meinung nach, eine Rückkehr der Atomenergie wird es nicht geben. Das Thema ist durch und die Manager, die ich kenne, die halt, ich sage mal so salopp, die haben auch keine Lust mehr, sich mit diesem klassischen Thema zu beschäftigen. Der Fehler, der halt passiert ist, war, dass man aus politischen, übergeordneten Gründen, ohne einen Masterplan zu haben,
die Atomenergie mehr oder weniger über Nacht aufgegeben hat. Wir brauchen unbedingt Backup-Systeme und das sehe ich momentan eigentlich nur Gaskraftwerke und die können vielleicht mittelfristig dann auch auf grüne Wasserstoff, auf die grüne Wasserstofftechnologie umgerüstet werden. Da gibt es entsprechende Möglichkeiten. Aber ohne Gas-Backup wird es mit Sicherheit nicht gehen, vor allem eingedenk der Tatsache, dass die Atommeiler Stück für Stück Schritt für Schritt jetzt abgeschaltet werden, Kohle runtergefahren wird. Man kann nur hoffen, dass die Energieversorgung aus unseren Nachbarstaaten, insbesondere aus Frankreich natürlich, funktioniert. Wir haben auch dafür plädiert, mehrfach schon auch bei der Internationalen Energiekonferenz vor einigen Monaten, dass die Bundesregierung, der Staat sozusagen dafür sorgen muss, dass wir mit entsprechender Energie von unseren Partnerländern auch versorgt werden, dass wir gewisse rechtliche und damit auch eine finanzielle Sicherheit haben für die Berechenbarkeit der Wirtschaftskosten und alles, was damit zusammenhängt. Aber, weiß nicht, ob Sie das wissen, Anfang August letzten Jahres, ersten Hälfte, hatte die Loire Niedrigwasser, Small Water, wie das die Techniker sagen. Und damit war nicht genügend Kühlwasser zur Verfügung und die Atomkraftwerke in Frankreich an der Loire mussten das Energievolumen runterfahren und konnten nicht exportieren. Und wir wären in dieser Phase Nettoimporteur gewesen, hat aber in der Form nicht funktioniert, wurde dann anders gemanagt. Aber ich will nur sagen, das sind auch Risiken damit verbunden. Man darf hier keine Schönfärberei betreiben, sondern wir werden, wenn der Energiebedarf weiter so wächst wie jetzt, auch im Hinblick auf die E-Mobilität, dann werden wir froh sein müssen, dass wir Partnerländer in der EU haben, die uns hier helfen, unterstützen und ihren Strom an uns verkaufen.